Die Siriusianer waren die ersten Lebewesen in der Galaxie. Sie besaßen schon früh die technischen Möglichkeiten, an jeden Ort im Universum zu gelangen. Vor 600.000 Jahren besuchten sie auch unser Sonnensystem. Beginnt zu diesem Zeitpunkt die Geschichte des Menschen? Wurden wir von Aliens geschaffen? Warum sollen wir Menschen die Einzigen in der Unendlichkeit sein? Alleine wenn man sich die Vielfalt der Flora und Fauna auf unserem eigenen Planeten anschaut, dann ist es eigentlich fast naheliegend, davon auszugehen, dass Leben sich auch in völlig anderer Form, in völlig anderer Gestalt im Universum herausgebildet haben könnte, als wir es hier auf der Erde kennen. Es müssen also keine Menschen sein, so die Meinung der Experten. Leben im Universum ist vielfältig und muss auch zwangsläufig nicht immer freundlich sein. Doch wenn diese Wesen intelligent sind, warum sollen sie dann nicht uns Menschen einen Besuch abstatten? Und das Erstaunliche dabei, seit Jahren sind die Zeitungen mit Meldungen über Kontakte zu Außerirdischen voll. Die Erde ist ohne Zweifel schon heute Schauplatz für außergewöhnliche Begegnungen mit der dritten Art. Ich habe mir in erster Linie Gedanken gemacht, dass es wahrscheinlich nicht irdischer Herkunft ist. Denn so bewegt sich ja normal kein Flugzeug. Das war wie in einem Science-Fiction-Film. Das Ganze machte einen äußerst gespenstischen und fremdartigen Eindruck. Es war also ganz eindeutig ein dreieckiges Objekt. Das kam immer näher und dann waren 5 Kugeln auf einmal für mich erkennbar, die praktisch durch geschlossene Fenster ins Schlafzimmer hineindrangen. Ich nahm nur so ungefähr 4 bis 5 Gestalten wahr, gesichtslos, so undefinierbar. Die hoben mich aus meinem Bett und trugen einfach aus meinem Zimmer. Diese Erlebnisse wiederholen sich auf unserem Planeten seit tausenden Jahren. Wenn Experten sich ernsthaft mit diesem Phänomen beschäftigen, geraten sie schnell in eine Sackgasse. In der Analyse der astronomischen und technischen Geschichte der Erde können wir das spannendste Rätsel unserer Zeit lösen. Der erste Schritt dazu, die mehr als 100.000 UFO-Beobachtungen der letzten Jahre, müssen gesammelt und ausgewertet werden. Wenn Experten dies tun, kommen sie zu erstaunlichen Erkenntnissen. Diese Fülle von Objekten schließt ja aus, dass eine einzige Zivilisation, meinetwegen aus dem Weltall, irgendwoher von einem fremden Stern, uns besucht und dann auch vielleicht was will. Die Dauer der Erscheinung ist im Mittel 10 Minuten. Man sieht das immer sehr gut auf den Radarbildern. Was will eine fremde Zivilisation für 10 Minuten in unserem Luftraum? Also das ist alles sehr unverständlich. Eine Vielzahl von Fragen muss beantwortet werden. Und bis dahin bleibt den Forschern nur das akribische Sammeln und Analysieren von Beobachtungsberichten. Einer der spektakulärsten Fälle der vergangenen Jahre ist ohne Zweifel das Greifswald-Phänomen. Hunderte Zeugen, 6 Videofilme und zahlreiche Fotos belegen ein beeindruckendes Schauspiel. Das Interessante ist ja auch, dass bei diesen Objekten in Greifswald kleinere Objekte rein und rausgeflogen sind. Es war nicht einfach Leuchtspurmunition, die würde durchfliegen oder würde da drin explodieren. 3 Jahre nach Greifswald wiederholt sich das Unerklärliche über der Ostsee. Was steckt hinter diesen Lichtern? Welche Intelligenz steuert sie? Die Antworten darauf erfahren Sie gleich. Drei Jahre nach Greifswald wiederholte sich das Schauspiel über der Ostsee. Familie Domröse machte Urlaub in Heringsdorf. Und bereits am frühen Abend beobachteten sie ein Lichterspektakel. Gegen 18.30 Uhr sahen sie es zum ersten Mal, allerdings vorerst ohne großes Interesse. Da haben wir uns gedacht, dass da irgendwie ein Feuerwerk oder irgendwas abgebrannt wurde, sind dann spazieren gegangen und sind sie gegen 8:30 wieder zurückgekommen aufs Zimmer und da waren die Lichter halt immer noch da. Jetzt erst griffen sie zu ihrer Videokamera und man kann deutlich erkennen, dass wie im Fall Greifswald ein kleines Licht in die großen hineinfliegt. Experten sind davon überzeugt, Leuchtspurmunition kann nicht 3 Stunden brennen und Fluggeräte, wie wir sie kennen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Nur
Was ist es dann? Ich weiß nicht, ob es in diesem Falle ja UFOs waren, oder es war jedenfalls unnatürlich. Familie Nagora aus München war im Urlaub in der Nähe von St. Lorenzen in Österreich. Auf einer abgelegenen Straße wollen sie eine kurze Pause einlegen. Es ist ein sonniger Tag, mitten im Mai, und alles verläuft bis dahin völlig normal. Doch urplötzlich hört Herr Nagora einen hohen Pfeifton, weiß aber noch nicht, von wo das kommt. Auf einmal kommt der Ton hörbar von oben. Ganz deutlich hörbar von oben. Ich schau rauf, guck nach oben, denk mir, was ist denn da los? Sehe das Ding, runtertaumelnd, bleibt stehen und saust dann von einem Eck ins andere. Also richtig ruckartig und ist wieder stehen geblieben, als wenn sie von einem Ende zum anderen das Licht ein- oder ausknipsen. Also ohne Übergang. Zack, rüber, ne? Geistesgegenwärtig greift Herr Gampoder und trotz der Schwungbewegung wird ihm zusammen zu Augen. Endlich ist auch ein metallisch glänzender Körper zu erkennen. Solch ein Fluggerät hatte er noch nie gesehen. Am Schluss, wie da nichts mehr drauf war, kam das Ding weiter runter und kam auf uns zu. Und dann war innerlich mein Gedanke, jetzt haben die wahrscheinlich beobachtet, dass ich das Teil fotografiert habe, und nehmen wir die Kamera weg. Und das war innerlich ein furchtbares Gefühl, ein Angstzustand. Und dann hat sich dann doch irgendwie mit einem Ruck nach oben wegbewegt, war verschwunden. Experten wie der amerikanische Fotospezialist Professor Richard Haynes haben die Aufnahmen des Berufsmusikers untersucht und die Echtheit konnte nicht widerlegt werden. Das Objekt flog in Zickzacklinien, so die Analyse, und es soll rund 20 Meter breit gewesen sein. Doch wenn die Fotos ein unbekanntes Flugobjekt zeigen, wie kann es sich so schnell am Himmel bewegen? Und wer steuerte es? Ich kann nicht sagen, wo es herkommt. Ich kann auch nicht sagen, wer es war. Aber auf jeden Fall nehme ich an, dass es nicht hier von dieser Erde war. Wenn diese Objekte nicht von dieser Erde stammen, dann fliegen sie sicher nicht nur, sondern sie werden auch landen. Andreas Haxel ist UFO-Experte und kennt einen solchen Landeplatz im Lahntal. Auf einer abgelegenen Wiese entdeckten Wanderer im Winter 93 merkwürdige Spuren, ähnlich den englischen Kornkreisen. Ich habe jetzt nach 5 Jahren im Winter einen Besuch gemacht und habe mir diese Stelle nochmal von oben betrachtet. Und selbst der zentrale Kreis war in der Mitte noch leicht zu erkennen. Und das deutet auf eine nachhaltige Schädigung dieses Bereichs hin. Experte Haxel vermutet, dass sich die Piloten dieses undefinierbaren Fluggeräts unbeobachtet fühlten und knapp über der Grasfläche schwebten. Eine Landung kann ausgeschlossen werden, weil keine Abdrücke durch hohe Gewichte gefunden wurden. Das Erstaunliche dabei, die Erscheinung im Lahntal ist kein Einzelfall. So sehen wir uns in der Annahme zunehmend bestätigt, dass dies nicht Landespuren, aber Spuren sind, die, wie gesagt, von einem dieser UFOs, von einem Flugobjekt verursacht wurden, die seit Anfang der 90er Jahre als Dreiecks-UFOs häufig gesichtet wurden. Herr Haxel liefert einen weiteren Beweis für die Existenz von UFOs. So sieht man bei dieser Aufnahme einer NASA-Kamera, wie ein unbekanntes Flugobjekt sich nähert und von der Erde aus sogar beschossen wird. Vermutlich mithilfe der amerikanischen SDI-Technik, die ja eigentlich nicht funktioniert. Merkwürdig dabei, dass es offiziell auch in den USA kein UFO-Problem gibt. Man hat aus Gründen der nationalen Sicherheit, man hatte es mit etwas Unbekanntem zu tun, hat man natürlich diese Untersuchungen im Geheimen durchgeführt. Würde man heute offiziell dazu Stellung nehmen, müsste man öffentlich zugeben, dass man dem Volk Informationen vorenthalten hat. Doch wenn diese rätselhaften Beobachtungen vom Boden aus gemacht werden, dann müssten doch erst recht die Piloten etwas Unbekanntes sehen. Und in der Tat, Piloten sollen die Personen sein, die die meisten UFO-Beobachtungen machen. Doch die Existenz von solchen Fotos wird nur selten zugegeben. Piloten befassen sich im Geheimen mit dem Undefinierbaren. Zu groß ist die Angst vor allem von Berufspiloten, als Spinner die Fluglizenz zu verlieren. Das hängt damit zusammen, dass die Fluggesellschaften zum Teil, also hauptsächlich kommerzielle Interessen haben.
und natürlich nicht in den Ruch kommen wollen, dass sie Piloten beschäftigen, die solche Dinge sehen. Ich vermute mal, dass viele schon etwas gesehen haben und es einfach nicht kommentieren wollen aus diesen genannten Gründen, weil sie dann eventuell vielleicht sogar einen Augenfehler unterstellt bekommen. Aber nicht nur Fluggesellschaften diskriminieren. In vielen Teilen Deutschlands werden Menschen mit mysteriösen Erlebnissen belächelt. Pure Existenzangst treibt diesen Fluglehrer und Piloten dazu, sich nicht offen zu zeigen. Doch zumindest verfremdet will er von seinen haarsträubenden Beobachtungen auf Korsika erzählen. Wir hatten ein Fernglas dabei, ein sehr starkes Glas, und konnten natürlich dieses Objekt beobachten und stellten dann fest, beziehungsweise ich stellte dann fest, dass es offenbar ein großes Dreieck war, gleichschenkliches Dreieck, das in den Ecken also starke Lichtquellen besaß. Schon durch die Lichteranordnung fiel ihm auf, das ist kein irdisches Fluggerät. Der Berufsflieger schätzt, dass das Objekt 80 Meter breit und fast 50 Meter hoch war. Kurz nachdem dieses Undefinierbare verschwand, herrschte auf der militärischen Luftwaffenbasis in der Nähe helle Aufregung. Zahlreiche Kampfflugzeuge stiegen auf und der zivile Luftverkehr wurde in diesem Gebiet gesperrt. Dass es vielleicht doch ein Passagierflugzeug war, schließt der Pilot kategorisch aus. Das kann es deswegen nicht sein, weil dieses Objekt nicht wie ein Passagierflugzeug im Kurvenflug in eine Querlage ging. Und bei den hohen Geschwindigkeiten bis 450 Knoten, wie die Passagierflugzeuge fliegen, sind ja Querlagen erforderlich. Sonst würde das Flugzeug nach außen in der Kurve schieben. Und dieses Objekt drehte flach wie auf dem Teller um einen Drehpunkt und flog dann praktisch im rechten Winkel nach Süden ab. Und das macht kein normales Verkehrsflugzeug. Solche Erlebnisse hatten auch Militärflieger und nicht nur das. Sie sollen sogar schon zur Beobachtung und Bekämpfung von undefinierbaren Objekten eingesetzt worden sein. Doch auch hier trauen sich nur wenige darüber zu sprechen. Alles ist top secret und fast jedem Kampfjet-Pilot wird ein Maulkorb verpasst. Major Jafari von der iranischen Luftwaffe packt aber trotzdem aus. Er stieg mit seiner Maschine auf, weil das Radar ein ungewöhnliches Objekt geortet hatte. Nach einer Weile sah ich das Ding und ich hatte es auf dem Radar. Es bewegte sich vollkommen merkwürdig. Wir näherten uns mit zwei Jägern sehr schnell. Als wir nur noch eine Meile entfernt waren, sprang das Ding blitzartig zwei Meilen weiter zurück. Egal wie wir flogen, es war immer wesentlich schneller als wir. Wir hatten keine Chance, uns dem Objekt zu nähern. Es machte mit uns, was es wollte. Es sprang von einem Ort zum nächsten. Major Jafari sah ein faszinierendes Farbenspiel, das er in Zeichnungen festgehalten hat. Die Objekte waren halb so groß wie der Mond und von ihnen ging ein penetranter Pfeifton aus. Kurz bevor die Leuchtobjekte spurlos verschwanden, rasten sie auf die Abfangjäger zu. Bei den Militärs brach Panik aus. In diesem Moment hatte ich panische Angst. Ich dachte, es ist eine Rakete und ich wollte sie mit einer eigenen Waffe zerstören. Aber das Ding flog so schnell auf mich zu, ich hatte kaum die Chance auszuweichen. Selbst der Schleudersitz hätte mich nicht gerettet. Wenn ich rausgesprungen wäre, dann hätte mich das Ding sicherlich erwischt. Wir konnten nichts tun. Wie diese Bewegungen technisch machbar sind, bleibt für mich ein Rätsel. Der Physiker Illobrand von Ludwigge, unterstützt von Wissenschaftlern und Technikern, analysiert diese Berichte. Radaraufzeichnungen der militärischen Flugsicherung belegen die Beobachtungen der Piloten. Zum Beispiel die hohe Anzahl an undefinierbaren Flugobjekten im Raum Zürich. Je weniger Betrieb auf dem Flughafen herrscht, umso mehr tummeln sich die UFOs. Anderes Beispiel. Der konstante Sinkflug eines Objektes. Mit dreifacher Schallgeschwindigkeit rast es auf die Erde zu. Einen Meteoriten schließen die Experten aus. Solche Zickzack-Bewegungen beherrscht kein Flugzeug. Weder Pilot noch Maschine würden das aushalten. Auch hier schließen die Wissenschaftler eine irdische Herkunft aus. Sie fliegt mit 210 Kilometer pro Stunde recht langsam dahin. Plötzlich aber schlägt sie einen Haken mit doppelter Schallgeschwindigkeit und fliegt 90 Grad plötzlich weg und kommt dann aus dem Beobachtungsbereich. Dann ist man natürlich mächtig verblüfft.
an Fehlern des Radargeräts liegt es nicht. Auch das Schweizer Militärradar kann diese Berichte nur bestätigen. Spezialisten der MUFON-Forschungsgruppe erstellten aufgrund der Radardaten ein dreidimensionales Bild, was deutlich zeigt, wie schnell sich diese Objekte über die Schweiz bewegen können. Diese Punkte beschleunigen zum Teil mit mehr als 10 G. Im Vergleich, eine Ariane-Rakete beschleunigt nur mit 4 G. Und alle rasen sie auf einer Kreisbahn. Das Seltsame bei diesen Manövern war, dass nicht bloß auf einer Kreisbahn geflogen wurde, sondern auf dem Mantel eines Zylinders. Denn diese Objekte stiegen auf bis 10.000 Meter Höhe, kamen dann wieder auf die Höhe des Balmhorns, so 3.400 Meter etwa runter, und blieben immer tanzend auf dem Zylindermantel. Doch woher kommen diese Fluggeräte? Von welchem Stern stammen sie? Von welcher Intelligenz werden sie gesteuert? Und was wollen sie auf unserem Planeten? Zumindest die Astronomen, wie Professor Herrmann von der Berliner Sternwarte, verfügen über die technischen Möglichkeiten, unsere Galaxie mit ihren rund 100 Milliarden Sternen nach außerirdischem Leben abzusuchen. Der Laie stellt sich das ja oft so vor, man schaut durch ein Fernrohr mal sehen, ob ein anderer Stern Planeten besitzt. Aber durch ein Fernrohr kann man keine Planeten sehen. Denn Planeten sind ja sehr kleine Objekte, die sehr nah an einem Fixstern stehen, wenn sie denn überhaupt vorhanden sind. Und das würde immer so stark überstrahlt werden, dass man also solche Objekte mit einem Fernrohr nicht entdecken kann. Doch so weit brauchen wir gar nicht zu suchen. Leben gab oder gibt es direkt vor unserer Haustür. Erst vor kurzem wurde bekannt, auf dem Mond soll es Wasser geben, die Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Noch spektakulärer, die neuesten Erkenntnisse zum Mars. Dort gab es sogar apokalyptische Sintfluten und eine Atmosphäre, ähnlich wie die der Erde. Allerdings vor 3 Milliarden Jahren. Auf der Erde wurde vor kurzem ein Marsbrocken gefunden. Ein Beweisstück für Leben auf dem Mars. Das heißt, durch den Einschlag eines anderen Meteoriten ist vom Planeten Mars Material abgesprengt worden, das dann letztlich hier auf der Erde landete. Und in diesem Mars-Meteoriten, ALH84001, wie er heißt, da hat man Material gefunden, das nur elektronenmikroskopisch wirklich gesehen werden kann, das auf Spuren einfachsten Lebens auf dem Mars hinweist. Fraglich, ob es auf dem Mars auch eine menschliche Zivilisation gab. Fraglich, ob wir nicht nur die Überbleibsel eines besiedelten Sonnensystems sind. Das Universum ist reich an ungelösten Rätseln. Selbst die Erde hat allein an ihren Geheimnissen schwer zu tragen. Was sich auf dem blauen Planeten in den vergangenen 600.000 Jahren abgespielt hat, können wir meist nur erahnen. Es gibt natürlich immer Phänomene, auch in der Geschichte, die wir schwer verstehen, die erst durch Forschung und durch Kenntnis von mehr Fakten richtig eingeordnet werden können in unser Kenntnissystem. Das Volk der Dogon in Mali ist eines dieser Phänomene. Dieser afrikanische Stamm besitzt seit Jahrhunderten ein beeindruckendes Wissen über das Sirius-System unserer Galaxie. In einer vor der Öffentlichkeit versteckt gehaltenen Hirsebrei-Skizze verbirgt sich das Geheimnis. Der Fotograf Frank Michael Arndt war diesem Rätsel auf der Spur und hatte sogar eine Audienz beim Dogon-König. Ich bekam allerdings einen sehr wichtigen Hinweis, der darin bestand, dass ich mir die Gegend vor dem Thronhaus doch mal ganz genau ansehen sollte. Und das Erfolgreichste bei der ganzen Geschichte war gleichzeitig die Möglichkeit, dort zu fotografieren. Die im Thronhaus versteckte Hirsebrei-Skizze wurde vor dem Palast als Steinkreis nachgestellt. Der äußere Ring stellt die Bahn des Sirius B dar und die Steinhaufen die Position aller anderen Sirius-Sterne. Erstaunlich dabei, erst vor 2 Jahren entdeckten die Franzosen mit modernster Technik den Sirius C. Also diese Überraschung, dass es wirklich eventuell diesen Sirius C gibt und der in der Dogon-Mythologie aber schon seit Hunderten von Jahren vorhanden ist, ist schon irgendwo beeindruckend. Woher haben die Dogon ihr Wissen? Diese Frage können sie selbst nicht beantworten. Trotzdem können die größten Astronomen bei diesem Volk noch die Schulbank drücken. Alle 50 Jahre feiern sie das sogenannte Sigi-Fest, die Verehrung der Sirius-Sterne.
Erstaunlich dabei, modernste Teleskope lassen vermuten, alle 50 Jahre ist zwischen dem kleinen Sirius B und dem Sirius A der Abstand am geringsten. Wahrscheinlich ist es so, dass man eine Beobachtung dieser ganzen Rituale über mehrere Jahrzehnte, ja man sagt sogar über Jahrhunderte, durchführen muss, um das Rätsel im Endeffekt erstmal zu lösen. Denn jedes Sigifest, das ist dieses Fest, das die feiern, das auch über 7 Jahre dann gefeiert wird, hat eine eigene Art und Bedeutung. Ob nun die Dogon, das Reich der Inkas mit seinen Tempeln und Scharbildern von Nazca oder die Pyramiden der mysteriösen Stadt Teotihuacan und Chichen Itza in Mexiko. Die Erde ist voller Geheimnisse, die nur darauf warten, gelüftet zu werden. Warum war die Cheops-Pyramide ursprünglich 147,7 Meter hoch? In Millionen Kilometern die mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne. Weshalb bauten die Inder Götterschiffe an die Spitze ihrer Tempel? Experten gehen jetzt davon aus, dass einige dieser Rätsel auch Denkmäler von Außerirdischen sind. Nicht aus Ruhmsucht, sondern mit dem Ziel, mit dem Zweck, dass später einmal irgendeine Generation draufkommen würde, ja, diese Rätsel sind ja eigentlich gar nicht anders zu erklären, als dass die Überlieferungen, die Mythen recht haben, dass tatsächlich Außerirdische hier waren. Der Theologe Walter Jörg Langbein ist seit Jahren auf der Suche nach den Hinterlassenschaften von Außerirdischen. Und er wurde gleich mehrfach fündig. Zum Beispiel in Mikronesien. Er entdeckte riesige Städte aus aufgetürmten Basaltsteinen. Diese tonnenschweren Blöcke bewegten die Götter. So zumindest die Überlieferungen der Ureinwohner. Auch dort ist davon die Rede, dass in grauer Vorzeit zum Beispiel ein fliegendes Boot gekommen sei. Das sei über dieser Insel geschwebt und habe versucht zu landen, das sei aber nicht gelungen. Und von diesen fliegenden Wesen aus, da kommt der Ursprung der Kultur dieser Baudenkmäler. Auf den Osterinseln steht der fliegende Gott Make Make im Zentrum der Mythologie. Steinfiguren, rund 20 Meter hoch und fast 40 Tonnen schwer, zeugen einer alten Kultur. Altertumsforscher Langbein hat sich von Einheimischen die Geschichte ihres Volkes erzählen lassen. Wenn man das in unsere Sprache übersetzt, könnte man sagen, da ist ein Außerirdischer oder sind Außerirdische gekommen, haben Menschen, die in Not waren, haben ihnen geholfen und diese Außerirdischen haben ihnen Wissen vermittelt. Sprich, wie kann man aus dem Tuffstein, wie kann man da Statuen herstellen von enormer Größe, wie kann man sie aufstellen, wie kann man sie transportieren. In Ägypten sollen die Götter die Pyramiden errichtet haben. Ägyptologe und Buchautor Erdogan Erçivan interpretiert alte Schriften und kommt zu erstaunlichen Resultaten. Nach seiner Überzeugung deuten fast alle Mythologien darauf, dass die Erde seit Jahrtausenden von Außerirdischen besucht wird. Allerdings nicht nur die Erde. Im gesamten Universum soll ein reger Flugbetrieb herrschen. Unbewohnte Planeten werden vermutlich systematisch besucht. Das Gleiche ist mit uns. Irgendwann mal vor geraumer Zeit, also meine Theorie sagt, das war vor 600.000 Jahren, passiert, dass also vor 600.000 Jahren aus dem Sirius menschenähnliche Wesen hierher gekommen sind und im Zuge der Gentechnologie uns Menschen geschaffen haben. Wurden die Menschen von einer fremden Zivilisation geschaffen? Was wussten die Ägypter über Außerirdische? Sind wir nur Versuchskaninchen für Aliens? Die Antworten auf diese Fragen gleich. Wie bei den Dogon dreht sich auch im ägyptischen Götterhimmel alles um den Sirius. Bemerkenswert, die genaue Entfernung, 8,6 Lichtjahre, soll seit Jahrtausenden bekannt sein. In einigen alten Schriften wird sogar der Weg dorthin beschrieben. Und es gibt genaue Angaben über die Reisezeit und den Reiseverlauf von der Erde zum Sirius. Erdogan Erçivan geht mit seiner umstrittenen Theorie sogar noch weiter. Nach seiner Ansicht wurde die Erde kolonialisiert. Eine Art Besiedlungsprogramm in der Form, dass immer mehr Planeten mit Lebewesen, vernunftbegabten Lebewesen bevölkert werden, so dass wir denn die Möglichkeit haben, irgendwann mal eben auch wieder Lebewesen in die ferne Welt rauszuschicken, die wieder andere Planeten bevölkern.
Auch Indiens Mythologie ist reich an Beschreibungen über fliegende Besucher aus dem All. In kleinen Flugobjekten landeten sie auf der Erde. Dazu sollen sie Startrampen gebaut haben. In der einst prächtigen Stadt Vijayanagara hat man solche freigelegt. Der Prophet Hesekiel beschreibt im Alten Testament ein Flugvehikel, was theoretisch auch zu diesem Tempel passt. Der NASA-Ingenieur Blumrich hat also das Flugvehikel des Hesekiel rekonstruiert und der deutsche Ingenieur Bayer hat den von Hesekiel beschriebenen, in Anführungszeichen, Tempeln rekonstruiert. Und er kommt zu dem Schluss, dass es sich dabei um so etwas wie eine Wartungsanlage handelt für solche außerirdischen Flugvehikel. Und das Merkwürdige ist, dass der Tempel in Vijayanagara in starkem Maße eben diesem Tempel ähnelt oder gleich den der Hesekiel gesehen hat. Theologe Langbein geht davon aus, dass ganze Raumstationen die Erde umkreisten. Beeindruckt von dieser Technik sahen die Menschen in den Außerirdischen fliegende Götter. Atomar verseuchte Gebiete in Pakistan lassen sogar vermuten, dass diese Wesen modernste Waffen besaßen. Technisch lernten die Menschen von den Göttern einiges. So ist die nicht rostende Säule von Delhi kein Einzelfall. Hochwertiges Eisen findet man in vielen Tempeln. Man muss davon ausgehen, dass es sich dabei um heilige, verehrte Objekte handelt, die wiederum aus älteren Tempeln stammen, die inzwischen verfallen sind. Und man hat eben diese seltsamen Säulen geradezu als göttlich verehrt und wollte sie eben dann erhalten. Als Erinnerung gewissermaßen an ein Wissen, das es nach unserer Sicht gar nicht gegeben haben kann. Außerirdische haben die Religion in fast allen Kulturen geprägt. Sogar neben dieser Kreuzigungsszene finden wir UFO-ähnliche Abbildungen. Auf diesem alten Gemälde aus einer Kirche in Georgien hat der Maler vermutlich Dinge verewigt, die ihm göttlich erschienen. Theologe Langbein beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Religionen. In Überlieferungen alter Kulturen befinden sich die Hinweise. Auch seine Theorie, Menschen sind ein Produkt von Außerirdischen. Wenn die so ein Experiment durchgeführt haben, dann müssten sie sich doch dafür interessieren, ja, wie hat sich das weiterentwickelt. Und es ist ja durchaus möglich, dafür gibt es ja viele Hinweise, dass im Laufe der vielen Jahrtausende, alle paar Jahrtausende immer wieder welche gekommen sind von diesen Außerirdischen, um nachzusehen, wie hat sich unser Versuchskaninchen-Mensch weiterentwickelt. Schwer für uns Menschen vorstellbar, dass wir nur ein Produkt von Außerirdischen sind. Doch nehmen wir an, die Experten haben recht. Wir experimentieren mit Ratten und Mäusen. Warum sollten höher entwickelte Wesen nicht auch uns zu Versuchszwecken benutzen? Fest steht, dass wir nicht nur von Aliens besucht werden. Die fremdartigen Wesen entführen auch einige wenige. Meist können sich aber diese Opfer nur an Bruchstücke erinnern. Meist denken sie, das war nur ein Albtraum. Ich denke, es liegt daran, diese Bruchstückhaftigkeit der Erlebnisse resultiert aus der Fähigkeit der Fremden, bestimmte Elemente aus unserem Gedächtnis zu löschen und nur andere, von denen sie vielleicht möchten, dass sie an die Öffentlichkeit dringen oder von denen sie möchten, dass der Betroffene das im Bewusstsein behält. Frau Stein aus dem bayerischen Kreiburg hatte eine Begegnung mit der dritten Art. An einem Oktoberabend fuhr sie von ihrem Geschäft nach Hause. Nur wenige Meter vor ihrem Ziel machte Frau Stein eine erschreckende Beobachtung. Noch heute spürt sie die Spannung dieser Nacht. Dann haben wir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und schaut besser hin und dann habe ich gesehen, dass das richtig ein riesengroßes UFO, sage ich halt jetzt. Und das hat auf vier Seiten vier ganz große Lichter gehabt. Frau Stein war aufgeregt, hatte Angst vor der unheimlichen Verfolgung. Wenn sie losfuhr, flog das Objekt mit, wenn sie stoppte, stoppten die Unbekannten ebenfalls. Das Erstaunliche, damals war Frau Stein im vierten Monat schwanger. Der erste Gedanke war, wenn die mich jetzt mitnehmen, dann sehen die meinen Sohn nicht mehr. Also meine Leute wissen dann nicht mehr, wie mein Sohn ausschaut. Kurz vor ihrem Haus stieg die schwangere Frau aus dem Auto. Das Objekt schwebte bereits über ihrem Haus. Frau Stein nahm all ihren Mut zusammen und rannte.
Als sie im Haus ankam, flog das Objekt einige Meter weiter und verschwand wie ausgeschaltet. Es war einfach für mich so fast wie ein Schock, dieses Erlebnis. Wenn ich jetzt davon erzähle, habe ich Mühe, dass ich das noch sagen kann. Das ist noch immer noch da, das Ganze. Frau Stein weiß, dass sich ihr Erlebnis unglaublich anhört. Aber warum sollte sie sich das ausdenken? Warum sollte sie dieses Objekt erfinden? Frau Stein hat ihren Sohn zur Welt gebracht und er ist gesund. Trotzdem hat sich seit dieser Oktobernacht viel verändert. Diese Viertelstunde, die hat mein Leben umgeschmissen, kann man sagen. Also um 180 Grad. Ich habe dann versucht, schon noch weiter das Geschäft zu machen und so, meine Arbeit zu erledigen, aber es ist mir einfach nicht mehr gelungen. Irgendwo wollte ich alles anders machen, total anders. Georg Spöttle, Kriminalbeamter aus Berlin, blieb ebenfalls nicht verschont. Innerhalb der vergangenen 4 Jahre wurde er gleich mehrmals mit diesen Wesen konfrontiert. In einer Mainacht hörte er kurz nachdem er sich ins Bett gelegt hatte ein merkwürdiges Geräusch. Ihn ergriff Panik. Der trainierte Sportler konnte sich schlagartig nicht mehr bewegen. In diesem Moment merkte ich, dass mein Körper ein bisschen von dem Bett angehoben wird. Das klingt natürlich jetzt sehr komisch und suspekt, aber so ein paar Zentimeter von dem Bett anhob und mit einer langsamen, kontinuierlichen Bewegung von meiner rechten Seite, von meiner Schlafseite eigentlich, auf meinen Rücken gedreht wurde. Es erfasste mich natürlich unsagbare Panik, weil ich könnte mit diesem Phänomen absolut nicht anfangen. Nur wenige Minuten dauerte dieser Zustand. Dann ließ die Lähmung nach. Bereits am nächsten Tag untersuchten ihn Ärzte. Resultat: Herr Spöttle war weder krank, noch hatte er Halluzinationen. Trotzdem geriet er vor 2 Jahren wieder in eine merkwürdige Situation. Mitten in der Nacht wurde er urplötzlich wach und sein gesamtes Schlafzimmer hüllte sich in blaues Licht. Kurze Zeit später befand er sich außerhalb seines Zimmers. Und ich stand da mit seinem Pyjama und mit T-Shirt bekleidet im Garten und huschten 2 kleine Objekte über meinen Kopf hinweg. Dann war wieder Schnitt und in einem Sessel saß eine junge Frau, schätzungsweise Anfang 30, ganz normal gekleidet mit blonder Pagenschnitt, grüßte mich sogar mit Namen und dann sagte, ich soll Platz nehmen. Und die nächste Szene war, dass ich wieder in mein eigenes Bett lege und jemand deckt mich zu. Und dann schaute ich hin, wie mich jemand zudeckt und da erblickte ich erst einmal im Leben so ein kleines Wesen. Er, sag ich mal, verzog seinen Mund. Es könnte ein Grinsen sein, könnte ein Lächeln sein oder einfach irgendwelche Gefühlsregung, was er so deutlich machte und das war's. Dr. Johannes Fieback ist der Entführungsspezialist im deutschsprachigen Raum. Er sammelt seit Jahren die sogenannten Abduktionsfälle und wertet sie systematisch aus. Weltweit haben diese Opfer ein Problem. Nur wenige glauben ihnen, vor allem deshalb, weil die Erlebnisse nur selten ohne Zweifel zu beweisen sind. Besonders kritisch wird es bei den folgenschweren Erfahrungen einiger Frauen. Die Frauen berichten, sie werden entführt, man befruchtet sie künstlich. Dieses Embryo wächst dann im Laufe der Monate heran und nach etwa 3 Monaten findet eine erneute Entführung statt, bei der dieses Embryo dann praktisch gestohlen wird. Und das ist natürlich für die Frauen, die so etwas erleben und erleben müssen, ein sehr traumatisches Erlebnis. Das ist eine Konstante in vielen Berichten. Willenlos ausgeliefert einer übernatürlichen Kraft. Meist sind die betroffenen Frauen in ihrem Leben mehrfach diesen Erlebnissen ausgesetzt. Dr. Fieback geht davon aus, dass nicht alle manipulierten Embryos den Zwangsmüttern wieder entnommen werden. Wenn ein solcher Fötus in der Gebärmutter bleibt, dann wird er irgendwann nach dem 3. Monat in dieser Welt als nicht lebensfähig abgestoßen. Da ist natürlich die Gefahr gegeben, dass der behandelnde Arzt das nicht erkennt und als Missbildung interpretiert und der Fall für ihn damit erledigt ist. Einfach aus dem Grund, weil er ja mit diesem ganzen Phänomen überhaupt nicht vertraut ist. Er weiß ja nicht, dass es so etwas geben könnte. Er forscht also gar nicht in diese Richtung. Für ihn ist es eine Missbildung, eine Fehlgeburt, wie jeder andere auch. Und entsprechend wird sie klassifiziert und damit ist der Fall erledigt.
Maria Strube ist Opfer einer solchen Entführung. Als sie im dritten Monat schwanger war, sah sie sich im Traum auf einem OP-Tisch liegen, von unheimlichen Gestalten umgeben. Alles sah nach einem Eingriff im Unterleib aus. Frau Struve geriet in Panik und konnte weder aufstehen noch wegrennen. Den Kopf konnte ich bewegen, aber ich war nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Ich war wie gelähmt. Und dann hörte ich eine Stimme, eine freundliche Stimme, eine männliche in deutscher Sprache. Und die sagte zu mir, es ist alles gut, es ist schon vorbei. Wenige Tage später hatte Frau Struve eine Fehlgeburt, allerdings ohne ein Embryo. Ihr Arzt war sprachlos und hatte für das Phänomen keine Erklärung. Dieses Trauma müssen viele Frauen durchleben. Tausendfach wiederholt sich dieser Prozess. Frau Struve hat Jahre später ihr drittes Kind bekommen. Als der Junge knapp 3 Jahre alt war, erzählte er von Albträumen mit Monstern und Sebastian zeichnete seine Träume. Als ich diese Zeichnungen dann sah und er zeigte, Mama, guck mal, das sind die Monster, dann kam in mir natürlich alles hoch, weil es waren genau diese Gesichter, die ich ja damals sah. Halt, und jetzt sah für mich die ganze Sache sehr bedrohlich aus, weil mein Kind hatte anscheinend ähnliche Erlebnisse wie ich, nur dass er eben halt ein ganz kleines Kind war und ich hatte Angst, es könnte ihn irgendwie schaden. Frau Struve fühlte sich machtlos und sie wusste, dass sich ihre Erlebnisse unglaublich anhören. Auch sie ließ sich untersuchen. Resultat, die 43-Jährige ist völlig gesund und geistig fit. Trotzdem hatte die Mutter von 3 Kindern noch zahlreiche Kontakte mit undefinierbaren Wesen. Frau Struve hielt sich an Orten auf, die jenseits unserer Vorstellungen liegen. Dort beobachtete sie eine merkwürdige Lebensform. Diese Wesen, diese kleinen Kinder, die ich dann sehe, sind nicht reine Graue. Es sind ein Gemisch von uns Menschen und diesen Grauen. Und irgendwas geht davor. Ich glaube, aufgrund meiner Erlebnisse diese ganzen Jahre, dass da Tatsache eine andere Lebensform heranwächst. Sind diese genetischen Defekte tatsächlich Produkte von Wesen aus einer anderen Zeit, von einem anderen Ort? Dass diese Theorie tatsächlich wahr sein soll, können wir Menschen uns kaum vorstellen. Doch in dieser Situation verweisen die Experten wieder auf die Geschichte. Im Altertum waren es die Götter, im Mittelalter Dämonen, Zwerge und der Teufel. Heute sind es Aliens in Raumschiffen. Es gibt meines Erachtens keinen für uns logisch ersichtlichen Grund, warum ein solches Projekt seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden durchgezogen wird. Denn man muss sich ja mal darüber im Klaren sein oder klar werden, dass wenn es nur darum ginge, die DNS oder überhaupt die Biologie unserer Spezies kennenzulernen, dann könnte diese Intelligenz bei wenigen Stichproben einige Hautfetzen entnehmen, daraus die DNS ablesen und sie wüsste genauestens über uns Bescheid. Die Antworten liegen in unserer Vergangenheit. Religiöse Bauwerke sind voll mit verschlüsselten Erklärungen über den Ursprung. Den Beginn unserer astronomischen und technischen Entwicklung könnten wir höheren Wesen verdanken. Doch wo sind die konkreten Beweise? Beispiel die ägyptische Sphinx. Unter ihr vermuten Experten riesige gemauerte Hohlräume. Sogar einen See soll es in 40 Metern Tiefe geben. Bisher allerdings wartet der auf seine Freilegung. Die Cheops-Pyramide verbirgt gleich mehrere Rätsel. Nie als Grabkammer genutzt, vermuten moderne Ägyptologen in dem Bau eine Art Aufbewahrungsstätte für höheres Wissen. Dieses soll sich in einer geheimen Kammer befinden. Diese Weisheiten bestanden aus Himmelskarten, aus Glas, was nicht zerbricht, wenn man es biegt, oder aus Eisen, was nicht rostete. Und nur die wahren Würdigen sollten in der Lage sein, die Mechanik der Pyramide überhaupt verstehen, sie auch zu entschlüsseln. Und mit unserer modernen Technik scheint es möglich geworden zu sein. Solchen Geheimnissen sind Menschen wie Erdogan Erdogan auf der Spur. Für sie gilt es, die Rätsel unserer Vorfahren zu lösen. Beispiel Sethos-Tempel. Vor mehr als 3000 Jahren erbaut, fanden Ägyptologen ein Relief, was Technik von heute darstellt. Hubschrauber, Schiff und Satellitenschüssel können durchaus Darstellungen aus einer noch älteren Zeit sein. Merkwürdig auch ein Relief in Dendera. Eine stickige Kammer im Hathor-Tempel ist der Ort, wo diese Abbildung freigelegt wurde. Die kodierte religiöse Beschreibung konnte ein Experte übersetzen. Er hat aus diesen Tempelreliefs
eine Begleitschrift entziffern können, die besagte, dass es eine Zeremonie des Lichtes der leuchtenden Schlange ist. Leuchtende Schlange, wenn wir heute eine Glühbirne zu interpretieren versuchen und den Glühdraht da drin umschreiben wollen würden, hätten wir nichts anderes als von leuchtenden Schlangen zu sprechen. Wir schreiten heute technisch den Utopien von Science-Fiction-Filmen mit großen Schritten entgegen. Jeden Tag gibt es innovative Erfolgsmeldungen, denn Unternehmen von Welt stecken Milliarden in die Forschung. Hatten die Besucher vergangener Zeiten einen ähnlichen Stand der Technik wie wir heute? Finden wir uns systematisch auf dem Weg in ferne Welten? Ist es auch unsere Aufgabe, wieder fremde Planeten zu besiedeln? Fest steht, der menschlichen Entwicklung scheinen keine Grenzen gesetzt. Deshalb konstruiert er sogar Roboter, seinen Stellvertreter. In Zukunft soll der nur noch arbeiten, denn er ist sowieso intelligenter als der Mensch. Wenn ich dann an Gespräche mit dem Professor Hans Moravec in Pittsburgh denke, das ist also der führende Roboterspezialist, dann wird die Zukunft einem ganz, ganz wirr. Denn er ist sogar der Meinung, dass Roboter später nicht mehr von Lebewesen zu unterscheiden sein werden. Unausweichlich haben wir Menschen diesen Weg eingeschlagen. Wir greifen nach fernen Planeten und es ist nur eine Frage der Zeit. Dann verlassen auch wir unser Sonnensystem. Das machen Industrieforscher wie Dr. Frieder Lohnert von der Daimler-Benz AG möglich. Seine Mitarbeiter entwickeln Roboter der Zukunft. Intelligente Systeme, die den Menschen dort ersetzen, wo er seine Grenzen hat. Solange die Reise zu anderen Sternen Jahre dauert, sind wir auf modernste Stellvertreter angewiesen. Von der Steuerung bis zu einfachsten Dienstleistungen, alles ist für den Roboter möglich. Dass derartige Roboter der menschlichen Astronauten unterstützen bei Durchführung von Experimenten innerhalb eines Raumfahrzeugs oder bei Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten außerhalb des Raumfahrzeugs. Das wird natürlich nicht mehr in diesem Jahrtausend stattfinden. Doch schon heute haben die Forscher einen selbstständigen Roboter entwickelt. Seine dummen Vorgänger stoppten vor Hindernissen. Clever, so sein Kosename, weicht seinen Schöpfern aus. Ein Scanner erfasst die Umgebung und der Rechner legt eigenständig den Umweg fest. Das ist der erste Schritt zu einer neuen Robotergeneration. Es gibt durchaus ernstzunehmende Forscher weltweit, die vorhersagen, dass in etwa 30 Jahren ein Roboter die menschliche Intelligenz haben könnte. Doch bis dahin soll der elektronische Bruder dem Menschen nur unter die Arme greifen. Selbstständig denkende Service-Roboter für Kranke und Behinderte, für Transport und Logistik. Diese Generation lernt jeden Tag Neues dazu, so wie der Mensch die Schulbank drückt. Noch können wir es uns nicht vorstellen, aber schon bald ist der kleine Kasten wesentlich schlauer als wir, die beschränkteren Lebewesen. Wenn der Mensch-Roboter an all das Wissen rankommt, was wir Menschen haben, in Büchern, in Bibliotheken und so weiter, sehe ich eigentlich keine prinzipielle Grenzen der Roboterintelligenz. Ist es denkbar, dass die undefinierbaren Flugobjekte von intelligenten Robotern gesteuert werden? Gibt es eine technische Erklärung für die Existenz von UFOs? Gleich beantworten wir diese Fragen. Dann ist es nicht mehr weit, dass man annimmt, dass diese Roboter oder diese künstlichen Wesen, die also viel intelligenter sein werden als Menschen und viel abstrakter denken können, als wir es jemals uns vorstellen könnten, dass die vielleicht einen Weg finden, in ihre eigene Vergangenheit fliegen zu können. Eine kühne Behauptung. Doch wenn wir alle UFO-Berichte analysieren, dann ist diese Theorie nicht mehr undenkbar. Physiker gehen noch einen Schritt weiter. Für sie gibt es schon heute die theoretische Grundlage für Zeitreisen. Entfernungen und die Dauer der Reise spielen keine Rolle mehr. Der Mensch beherrscht in der Zukunft perfekt Raum und Zeit. Und da fällt auch die Erklärung für die UFOs von heute nicht mehr schwer.
Möglicherweise handelt es sich bei diesen unidentifizierbaren Objekten um Projektoren, wenn man so will, also um Objekte, die sich aus dem Raum heraus projizieren und gar nicht mehr im Raum sind, während sie diese Ortsversetzung machen und dann an einer anderen Stelle wieder herunterkommen. Doch bis wir diese Technik meistern, wollen UFO-Forscher mit Videoüberwachung dem Unbekannten näher kommen. Der Computer erfasst eine Bewegung und steuert selbstständig die Kamera zum Objekt. Sensoren registrieren jede magnetische Veränderung in der Umgebung. Zusätzlich wird noch die Radioaktivität erfasst. All diese Messgeräte sollen schon bald an Wetterstationen installiert werden. Wir hoffen, dass wir, weil wir es aus der Erfahrung ja auch erkennen, von den Radaraufnahmen, den militärischen Radaraufnahmen, dass wir eine gewisse fremdartige Gebilde da einfangen können, die nicht von Leuten, die eine Anekdote erzählen, stammen, sondern von automatisch registrierenden Instrumenten. Und ich nehme doch an, dass die Skeptiker dann, wenn wir wirklich was finden sollten, überzeugt sind, dass da etwas vorhanden ist. In Deutschland muss sich die Forschung mehr um diese Phänomene kümmern. So die Meinung von vielen, auch von Astronomieprofessor Herrmann. Der Staat müsste Geld investieren. Nur so lösen wir das spannendste Rätsel unserer Zeit. Die Wissenschaftler jedenfalls sind neugierig auf das Unbekannte, was uns noch erwartet. Es wäre vermessen, zu glauben, wir seien am Ende unserer Weisheit angekommen. Ich denke, das Universum ist so vielfältig mit allem, was dazugehört, dass man eigentlich niemals wirklich an ein Ende ankommt, dass man eigentlich niemals wirklich an ein Ende gelangt, dass man niemals zu dem Zeitpunkt kommen wird, wo man sagt, wir wissen alles, was überhaupt in Erfahrung zu bringen ist über diese Objekte. Unsere Erde, das Sonnensystem, die Milchstraße, alle sind sie reich an Geheimnissen. Der Mensch scheint so konstruiert zu sein, dass er diese Rätsel in den kommenden Jahrtausenden knackt. Sicher nicht nur einmal wird uns dabei für Erstaunen der Atem stocken.